dass ein Staatschef sich so zum Gespött machen kann, das ist hochgradig albern. Nach Jan Böhmermann geht der türkische Präsident Erdogan jetzt auch juristisch gegen den Springer-Chef Matthias Döpfner vor. Warum? Ja, Herr Döpfner hat sich ja das Gedicht, wie er selbst formulierte, in jeder juristischen Hinsicht zu eigen gemacht. Also hat auch Herr Döpfner den Staatschef beleidigt. Soweit ich hörte, geht Erdogan gegen Herrn Döpfner weniger strafrechtlich vor. Das war ja das, was bei Herrn Böhmermann im Vordergrund stand, sondern zivilrechtlich. Das heißt, er möchte eine Unterlassung durchsetzen. Das heißt, zivilrechtlich eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts möchte er beenden. Das Landgericht Köln hat die einstweilige Verfügung, die von dem Medienanwalt Höcker, der Erdogan vertritt, beantragt wurde, zurückgewiesen. Wie geht das Ganze juristisch jetzt weiter? Der Kollege Höcker hatte ja schon angekündigt, dass er Beschwerde einlegen wird und eben jetzt zum Oberlandesgericht geht. Und dann müssen wir mal schauen, wie die das sehen. Also in Köln ist es so, dass in presserechtlichen Angelegenheiten zwischen dem Oberlandesgericht und dem Landgericht häufig Differenzen bestehen oder zumindest der Rechtsweg unterschiedlich ausfällt. In Hamburg beispielsweise ist es so, dass man am Oberlandesgericht in der Regel das kriegt, was man am Landgericht schon bekommen hat. Jetzt sind Sie ja selbst Rechtsanwalt. Hat sich Matthias Döpfner Ihrer Meinung nach etwas zu Schulden kommen lassen? Und wenn ja, mit welchen rechtlichen Konsequenzen oder mit welcher Strafe müsste dieser eigentlich rechnen? Ja, also Strafe ist jetzt immer etwas hochgegriffen. Wegen Beleidigung wird man in aller Regel nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern das wären, wenn, dann Geldstrafen. Im Moment ist es ja so, dass eine Zivilsache anhängig ist. Dann geht es ja gar nicht um Strafe, sondern um Unterlassen oder Nicht-Unterlassen und natürlich um Prozesskosten, die in dem Fall Herr Döpfner aus der Portokasse begleichen wird. Er muss halt nur dann eben die Klappe halten. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Hat er sich denn etwas zu Schulden kommen lassen mit seinen Aussagen oder wie sehen Sie das? Ja, also in dem Moment, wenn man sich etwas zu eigen macht, ist man zivilrechtlich in der Haftung voll drin. Zu eigen machen wird manchmal sehr weit ausgelegt. Manchmal kann man schon mit einer Verlinkung sich etwas zu eigen machen. Früher war man da etwas schärfer als heute. Und Herr Döpfner hat ja jetzt wirklich selbst wörtlich gesagt, dass es in jeder Hinsicht sich juristisch zu eigen macht. Und damit ist jetzt mitgegangen, mitgefangen. Jan Böhmermann nach seinem Schmähgedicht. Der Filmregisseur Uwe Boll, der schon eine einstweilige Verfügung oder dem schon eine einstweilige Verfügung vorliegt und der auch nicht mehr Erdogan beleidigen darf, jetzt auch Matthias Döpfner. Welche Strategie verfolgt denn Erdogan hier eigentlich? Also wenn Sie mich politisch fragen, geht das Ganze eigentlich nach innen. Erdogan möchte in der Türkei anerkannt werden und als der harte Hund gesehen werden, der sich nichts bieten lässt. Und dann ist er natürlich auch in der Position, dass er im Ausland auch alles verfolgt, was geht. Das ist so ein bisschen ein Kind, was mit Matsch um sich wirft, sage ich jetzt mal. Das war jetzt ein Bild, Herr Höcker, bitte nicht verklagen. Das ist ein politischer Hintergrund. Zivilrechtlich ist das alles natürlich von deutscher Perspektive aus gesehen höchstgradig albern, denn mehr Aufmerksamkeit erregen kann man ja eigentlich nicht als durch solche wirklich alberne Klagen. Ein Staatsmann muss eigentlich gewisse Dinge abkönnen. Das ist Konsens. Das hat sich im letzten Monat auch hier in Deutschland in der gesamten Debatte gezeigt, dass zwar jeder durchaus eine Ansicht hat, dass das Gedicht wohl ziemlich daneben war, aber es war ja bewusst daneben und dass ein Staatschef sich so zum Gespött machen kann, das ist hochgradig albern. Hat denn die Causa Böhmermann Ihrer Meinung nach jetzt einen Teufelskreis ausgelöst? Muss jetzt also jeder Journalist, jeder, der über Erdogan berichtet, fürchten, dass dieser eine Anklage bekommt oder ein juristisches Verfahren? Damit ist zu rechnen. Der Kollege Höcker ist ja nicht schüchtern, darin gegen Gegner vorzugehen. Also es wird natürlich einen einschüchternden Effekt haben, schätze ich mal. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein oder eben eine gewisse Kriegskasse mit sich bringen. Aber ich glaube, dass es auch durchaus möglich ist, Erdogan zu kritisieren,
ohne dass es in einer Weise beleidigend sein muss, die unter Niveau ist. Denn der Kollege Höcke argumentiert ja durchaus nicht ganz verkehrt mit der Menschenwürde, die der höchste Verfassungswert ist, in Artikel 1 geschützt. Und es gab ja eben schon mal 1987 das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, bei dem man eben über diese Karikaturen über Franz Josef Strauß geurteilt hat. Der wurde dargestellt als Schwein, das ein anderes Schwein besteigt. Also eindeutig sexual konnotiert, nicht nur konnotiert, voll Kanne drauf. Und da hat das Gericht gesagt, das mag ja Satire sein, das mag gelungen sein, das mag Kunst sein, alles schön und gut, aber wenn hier ein Mensch einfach nur auf dieses animalische, sexuelle reduziert wird, und dann ist das eben eine reine Herabsetzung und keine Auseinandersetzung in der Sache mehr. Und da bestehen die Chancen durchaus, dass eben die Gerichte etwas Ähnliches sagen. Mir ist also nicht bekannt, dass man mit derartig derben Sachen eben durchgekommen ist. Es gab neulich eine sehr interessante Entscheidung. Da hatte ein Rechtsanwalt, der eben schwarze Hautfarbe hat, der hat sich darüber aufgeregt, dass eben der bayerische, ich glaube Innenminister war es, Herrmann, ne? Der hatte dieses N-Wort gesagt und im Zusammenhang mit Roberto Blanco. Und daraufhin hat dann eben dieser Rechtsanwalt sich sich sehr derbe aus dem Fenster gelehnt. Und da hat das Gericht gesagt, ja, er durfte das. Er hatte das Recht zum Gegenschlag. Das hat man normalerweise nur, wenn man selbst betroffen ist. Aber hier wurde jetzt gesagt, dass er, dass eben dieser Anwalt dadurch betroffen ist, dass er eben dunklere Hautfarbe hat. Und jetzt könnte man eben mit der gleichen Argumentation sagen, Böhmermann gehört zur Randgruppe der Comedians, der Kabarettisten, der Satiriker. Und wenn eben Erdogan die extra drei Satire versucht verbieten zu lassen, dann hat ein Comedian das Recht und meiner Meinung nach sogar die Pflicht, mit allem zu schießen, was nur irgendwie geht. Das ist, aber ich mache es mir nicht zu eigen, Höcker, nicht missverstehen. Das war jetzt nur so gesagt. Das hat es gar nicht so ernst gemeint. Sehr gut, ich spüre hier die juristischen Spannungen. Herr Höcker hatte schon mal mir irgendwelche Abmahnungen ins Fax gelegt, die allerdings nie erfolgreich waren oder nie so richtig erfolgreich waren. Sagen wir es mal so. Okay. Die Bilanz zwischen den Kanzleien ist im Moment zu meinen Gunsten. Spielen wir das Ganze noch mal ein Stück weiter durch. Mal angenommen, Erdogan kommt mit seiner einstweiligen Verfügung gegen Matthias Döpfner nicht durch und Jan Böhmermann erwartet keine hohe Strafe oder er wird sogar freigesprochen. Dann wäre das doch eigentlich eine ziemlich herbe Niederlage für Erdogan, oder nicht? Inländisch hat Erdogan sowieso alles verloren, was er nur irgendwie an Gesicht verlieren kann. Ich nehme mal an, dass 90% der Bundesbürger gar nicht den Namen des türkischen Staatschefs kannten bis vor einem Monat. In der Türkei ist das Risiko relativ gering, denn Erdogan beherrscht nun mal dort die Majorität der Medien und da wird es einfach nicht berichtet oder nur sehr klein berichtet und dann gilt es halt nicht. Das ist meine Einschätzung, aber ich liege ja auch manchmal falsch. Hat denn die Bundesregierung Ihrer Meinung nach mit der Causa, ihrer Haltung in der Causa Böhmermann den Weg für Erdogan freigemacht, jetzt noch weitere Leute abzumahnen oder einstweilige Verfügung auszusprechen und so weiter und so fort? Das ist ja zivilrechtlich. Da hat die Bundesregierung gar nichts mit zu tun. Aber die Bundesregierung hat eigentlich irgendwie in letzter Zeit in der Sache fast alles falsch gemacht, was man noch irgendwie falsch machen kann. Mit auch komischen Hin- und Zurückschritten. Was mich also auch etwas verwirrt hat, war der Bundesjustizminister Maas. Der hat dann sich eben dann irgendwann beim Böhmermann-Lager doch etwas angebiedert und hat gesagt, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, das wäre der höchste Verfassungswert. Was aber ja nicht so ganz stimmt, denn es gibt ja auch noch eine Menschenwürde und im Zweifel wäre die sogar noch ein Stück höher. Und das also, wenn man da so mit Superlativen um sich haut, das so als Bundesjustizminister, finde ich das schon ein bisschen fragwürdig, zumal eben auch ein Bundesjustizminister eigentlich sich zurückhalten müsste, sondern wenn eben erstmal die Gerichte und die Staatsanwaltschaft am Zuge wären. Und das ist alles nicht sehr glücklich und Merkels Taktieren war jetzt dann auch nicht unbedingt eine Glanzleistung. Also irgendwie haben die da in der Abteilung Kommunikation Defizit.